Hey, als ich zum ersten Mal auf Meditation gestoßen bin oder Meditation für mich erforschen wollte, hatte ich schon unterschiedliche Sachen ausprobiert in meinem Leben. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, dass bevor sie auf Yoga kommen und auf Meditation, haben wir ganz, ganz viele Sachen in der Welt ausprobiert. Und Patanjali hat das gesagt in den Yoga Sutras ganz am Anfang, and now Yoga, was genau dafür steht, dass wir oft so viele Sachen ausprobiert haben, um unsere innere Erfüllung zu erreichen, um glücklich zu sein, um unser Leiden zu beenden. Und irgendwann haben wir gemerkt, all das funktioniert nicht. Also lass uns mal das ausprobieren, was diese alten Yogis, von dem die berichtet haben, und schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Und dann geht es vielen Menschen vielleicht so wie mir, dass man dann erstmal von dem einen Extrem in das andere Extrem geht und dann denkt man, okay, jetzt fokussiere ich mich nur auf das Meditieren und ich schließe mich in meinem Kämmerchen ein oder ich gehe in einen Ashram nach Indien, wie ich das gemacht habe, oder ich gehe in die Himalaya-Berge und fokussiere mich nur auf die Meditation. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile, wenn man fokussierte Zeiten wie das einbauen kann in seinem Leben. Ich selbst habe 3 Jahre in Indien gelebt, im Ashram von Sadhguru, und es war die beste Zeit in meinem Leben. Heute möchte ich allerdings darüber sprechen, warum es ganz, ganz wichtig sein kann, auch als Meditierender und als Yogi Praktizierender, dass wir tagtäglich aus unserer Komfortzone treten. Und was ich damit meine, darüber werde ich gleich sprechen. Der erste Grund, warum ich denke, dass es so wichtig ist, oder vielleicht erst kurz, was bedeutet es, aus der Komfortzone zu treten? Aus der Komfortzone zu treten bedeutet, dass wir in irgendeiner Form etwas tun, was für uns unangenehm ist, was uns emotional eine Herausforderung darstellt, was uns vielleicht triggert, was vielleicht eine Angst in uns hervorruft. Und das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Grenze, eine emotionale Grenze, innerhalb der wir uns wohl und sicher fühlen und außerhalb der wir uns unsicher fühlen. Und ich denke, die beste Beschreibung, die hilfreichste Beschreibung für mich ist, habe ich ein Gefühl dieses Komforts, dieser Sicherheit, oder fühle ich mich in irgendeiner gewissen Hinsicht bedroht? Und das kann sich auf vielerlei Arten natürlich zeigen. Das kann in der äußeren Welt sein, aber das kann auch in Beziehungen sein. Und ich werde nachher auf Beispiele eingehen, wie wir das tun können, dass wir aus der Komfortzone treten. Aber ich möchte dir erst die 3 Gründe geben, warum ich denke, dass es so, so wichtig ist. Der erste Grund ist, dass wir, wenn immer wir aus der Komfortzone treten, wir das als Test sehen können, um zu testen, wo stehen wir denn mit unserem Wachstum. Weil eine der Gefahren ist, dass wenn wir nur in unserem Zimmer hocken und meditieren, dass wir oftmals nicht diese Checks haben, um zu sehen, wie hilft mir denn meine Meditationspraxis tatsächlich auch in Situationen in der äußeren Welt. Zum Beispiel in Interaktion mit anderen Menschen, mit meiner Familie. Werde ich immer noch so leicht getriggert oder bin ich in der Lage, meine innere Ruhe auch in diesen Situationen aufrechtzuerhalten, wenn mir vielleicht jemand die Vorfahrt nimmt, wenn ich in mich einen Event begebe, wo ich vielleicht niemanden kenne und völlig auf mich alleine gestellt bin, wo es für mich unangenehm ist, wenn ich vielleicht in ein fremdes Land reise, wenn ich vielleicht einen Job kündige und einen neuen Job beginne mit einer gewissen Unsicherheit. In all diesen Situationen können wir sehr, sehr gut erkennen, wo stehen wir denn mit unserem inneren Wachstum und wie stark sind wir verankert in unserem tieferen Sein. Und deswegen ist das der erste, nicht unbedingt der wichtigste, weil alle 3 sind super wichtig, aber der erste Grund, dass wir regelmäßig Feedback haben, wo stehen wir. Der zweite Grund, bevor ich damit weitergehe,
eine kleine Bitte an dich. Wenn dir diese Videos gefallen, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einen Daumen nach oben hinterlässt. Das hilft uns für den YouTube-Kanal und das zeigt uns auch, dass diese Videos dir helfen. Deswegen würde ich mich da sehr darüber freuen und bei dir bedanken. Der zweite Grund ist, dass wann immer wir aus der Komfortzone treten, bietet uns das ganz, ganz viele Möglichkeiten zu praktizieren und zu üben. Sadhguru und auch Eckhart Tolle haben öfter darüber gesprochen, wie zum Beispiel, wenn wir uns in der Familie aufenthalten, das ein sehr, sehr mächtiger Playground ist, also ein Spielplatz, um zu sehen, wo wir stehen und auch ein bisschen mit unseren inneren Tools und Praktiken zu spielen und zu sehen, wie gut können wir denn mit den Menschen in unserer Umgebung, insbesondere die, die uns vielleicht stärker triggern, umgehen. Und deswegen, ich habe im letzten Video darüber gesprochen, wie in meinen Augen meine wichtigste Erkenntnis auf dem spirituellen Weg war, dass es in der Essenz darum geht, dass wir es schaffen können, eine Distanz zwischen unserem Körper oder zwischen uns und unseren Emotionen und uns und unseren Gedanken und uns und unserem Körper zu schaffen. Und diese Distanz, die fällt uns oft einfacher, wenn wir in gewohnter Umgebung sind. Wenn wir uns zu Hause aufhalten, wenn wir meditieren, dann können wir das vielleicht sehr genau. Wir können unsere Gedanken wahrnehmen, wir können unsere Emotionen wahrnehmen, wir können eine Distanz schaffen zwischen uns als Beobachter und diesen unterschiedlichen Ebenen unserer Wahrnehmung. Wenn wir allerdings in einer Situation sind, wo wir getriggert sind, wo wir in irgendeiner Form Stress erleben, wo wir vielleicht Angst erleben, dann sind das Situationen, wo wir sehr schnell in unsere Emotionen hineingezogen wird, wo der Sog der Gedanken, der Emotionen uns vereinnahmt und wir diese Distanz nicht mehr schaffen. Das heißt, wir sind plötzlich vollständig mit ihnen identifiziert. Und damit wir auch praktizieren können, genau dann das Bewusstsein aufrechtzuerhalten, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Situationen aktiv aufsuchen, die uns aus der Komfortzone bringen, damit wir praktizieren können, in diesen Situationen diese Distanz aufrechtzuerhalten, die wir vielleicht in der Meditation aufgebaut haben. Dieses Bewusstsein, das wir in der Meditation erreicht haben, in unser alltägliches Leben zu bringen und dann wirklich in allen Situationen Herr über unseren Geist und unsere Emotionen zu sein. Und dazu an der Stelle noch kurz den Hinweis für dich, falls du es nicht mitbekommen hast. Wir machen ab Mitte Juni ein kleines 4-Wochen-Programm, in dem wir gemeinsam über tagtägliche Journaling-Aufgaben reflektieren werden, tagtäglich Übungen machen werden, um diese Distanz zwischen unseren Gedanken oder zu unseren Gedanken und zu unseren Emotionen in unserem Alltag aufzubauen und zu vertiefen. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, wir haben noch ein paar Plätze frei. Wir werden damit, je nachdem, wann du das Video siehst, du siehst die Infos in der Videobeschreibung, falls du dich dazu noch anmelden möchtest. Und genau, der dritte Grund, und das ist, ja, die sind alle sehr wichtig, aber das ist einer der allerwichtigsten, ist in meinen Augen, dass wir, ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, was bedeutet denn Leben und was ist denn Leben und was ist die Qualität und die Natur des Lebens. Und wenn wir mal tiefer schauen, dann ist es, denke ich, so, dass die Essenz und die Natur des Lebens Ungewissheit ist. Und ich möchte dir dazu gerne einen kurzen Auszug von diesem Buch von Osho vorlesen, Courage, Joy of Living Dangerously. Du findest dieses Buch auch auf Deutsch, in Audible zum Beispiel. Mut, das Leben, lebe das Leben gefährlich oder so. Nothing is secure. That is my message. Nothing can be secure because a secure life will be worse than death. Nothing is certain. Also, nichts ist gewiss, nichts ist sicher, weil ein sicheres Leben wäre schlimmer als der Tod.
Nichts ist gewiss. Das Leben ist voller Ungewissheiten, voller Überraschungen. Das ist seine Schönheit. Du kannst niemals einen Moment erreichen und sagen, jetzt bin ich gewiss. Wenn du sagst, dass du gewiss bist, dann hast du einfach nur erklärt, dass du tot bist. Du hast Selbstmord begangen. Das Leben führt sich immer mit Tausenden von Ungewissheiten fort. Das ist Freiheit. Nenne es nicht Ungewissheit. Das heißt, wir haben immer zwei Möglichkeiten, auf Ungewissheit zu schauen. Und ich werde in meinem nächsten Video darauf nochmal näher eingehen. Aber wir können Ungewissheit als Gefahr sehen und wir können Ungewissheit als die Natur, die Essenz des Lebens sehen. Und wenn wir uns Ungewissheit gegenüber verschließen, dann geht unsere Lebensenergie verloren. Wenn wir uns der Unsicherheit gegenüber öffnen und wenn wir sie annehmen und sogar umarmen und uns verletzbar machen und uns aber ihr öffnen, dann plötzlich nimmt die Qualität unseres Lebens wieder eine ganz andere Qualität an. Wir fühlen uns lebendig und wir fühlen uns im Flow mit dem Leben. Dazu möchte ich dich einladen. Reflektiere über diese drei Gründe. Wenn du Lust hast, bei unserem 4-Wochen-Programm mitzumachen, schau in der Videobeschreibung nach, falls du Interesse hast, mal ein Einzelcoaching zu erleben mit mir, unverbindlich, kostenfrei im Erstgespräch, dann kannst du dich auch gerne bewerben. Auch hier findest du die Informationen in der Videobeschreibung. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Hinterlass einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele Momente, in denen du dieses Bewusstsein praktizieren kannst und in dein Leben anwenden kannst. Bis zum nächsten Mal.